Hüt und Knausch. Hallo, ich mache heute einen Hands-on-Test der Olympus TG4, eine sogenannte Outdoor-Kamera. Sie ist 247 Gramm leicht, kann bis zu 15 Meter Tiefe tauchen. Sie arbeitet noch bei minus 10 Grad Celsius, hält Belastungen von 100 Kilogramm aus und Stürze bis 2,1 Meter. Sie ist also eine kompakte, handliche Outdoor-Kamera. Und da gibt es nur eins, gehen wir nach draußen. Die folgenden Aufnahmen sind mit der TG4 gemacht, abgesehen natürlich dort, wo sie selbst im Bild ist. Die TG4 nimmt allerdings mit 30 Bildern pro Sekunde auf. Für diesen Videoclip wurde das dann umgerechnet auf 25 Bilder pro Sekunde. Die Kamera nimmt weitgehend automatisch auf. Es gibt diverse Szenenmodi. Es gibt einen HDR-Modus, also High Dynamic Range, der es erlaubt, Szenen mit großem Kontrastumfang aufzunehmen. Dieser HDR-Modus steht auch unter Wasser zur Verfügung. Als Neuerung gegenüber dem Vorgänger, der TG3, nimmt die Kamera Fotos auch im RAW-Modus auf. Das heißt, es ist dann anschließend eine umfangreiche Nachbearbeitung möglich. Für die manuelle Aufnahme steht eine Blendenvorwahl zur Verfügung, seltsamerweise aber nur mit den Blenden 2.0, 2.8 und 8.0. Der Wert von 2.0 für die Offenblende ist jedoch ein sehr guter Wert für eine Kamera dieser Klasse. Damit lässt sich auch bei relativ wenig Licht eine gute Aufnahme machen, trotz fehlender Bildstabilisierung. Highlight der Kamera ist der Makromodus. Hier kann man bis auf 1 cm an das Objekt herangehen und bei zu wenig Licht auch eine LED-Leuchte zuschalten, die eine gewisse Unterstützung liefert. Einige Bilder finden sich auf avaguide.ch. In der praktischen Erprobung hinterlässt die Kamera einen sehr guten Eindruck. Sie ist kompakt, handlich, leicht und kommt dadurch immer und überall mit. Sie ist sehr schnell einsatzbereit, schnell eingeschaltet und macht in der Automatik weitgehend gute Aufnahmen, hat allerdings eine Tendenz zur Überbelichtung. Die Bedienung über das Menü ist recht einfach und intuitiv. Der Monitor auf der Rückseite hat eine eher knappe Auflösung, aber die Bildkontrolle ist, abgesehen von wirklich hellem Sonnenlicht, recht gut. Wiederholt ist es mir passiert, dass, wenn ich die Kamera aus der Hosentasche genommen habe, die Abdeckung zu den Anschlüssen offen war, obwohl es einen Verschluss gibt und eine Verriegelung. Also hier ist Vorsicht geboten bei jedem rauen Einsatz, vor allem Unterwassereinsatz, diese Abdeckungen zu kontrollieren.